wieder ein Arabesk, sage ich Ihnen. Da vibrieren alle Fasern vom Körper. Defibrillator. Grüezi, Herr Wanner. Der Dr. Schöllkopf hat eine Leber. Was? Er hat eine Leber? Ich habe tatsächlich eine Leber gefunden. Es ist einfach so, sie steht momentan noch nicht definitiv zur Verfügung. Was? Wenn der stirbt, tue ich seine Leber über. Und wenn ich stirb, könnt ihr in Zukunft ihn besuchen. Wer ist der Mann? Ja, das unterliegt der strikten ärztlichen Schweigepflicht. Elektronischer Mülleimer. Sie sind nicht der Fernsehtechniker? Nein, ich bin der Max Wanner. Komm weg ihrer Leber. Sie schaut nicht aus wie einer, der ein gutes Herz hat. Ich habe noch verschiedene andere Angebote. Ich bin ein wenig am Lädele. Sie will aber nicht, dass man mich lädelt. Und wir müssen die beschatten. Nein, da müssen wir nicht. Die handeln mit Organen. Du bist viel Privatfernsehen. Wieder hat die skrupellose Täterschaft zugeschlagen. Wenn wir unsere Organe haben, dann muss er uns operieren. Auf jeden Fall völlig ungefährlich. Was gefährlich ist, es sei denn noch immer wir. Das sind sämtliche Rosen von der Neurochirurgie, der Wöchnerinnen und der Kieferorthopädie. Ja, was ist mit der Urologie? Meine Sinnlosigkeit ist nicht, dass ich nicht weiss, was ich machen soll. Ich stehe am Morgen auf, ich gehe arbeiten, ich gehe zu Abend ins Bett. Sich sinnlos fühlen ist auch okay. Braucht ihr Organ? Warum nehmen wir nicht meine? Sorry, dass es so lange geht, aber ich weiß einfach, wie ich lande. Auf den Kopf, am besten auf den Kopf. Das geht schnell und der Rest bleibt ganz. Auch Sie könnten bald eine Leiche sein. Where is the organizer? Der Organizer. Okay. You know, I take only legal material. Was soll man schon sein? Todzimmer. Länger leben. Eine Komödie mit Herz und Leber. I don't have the keys. You want to kiss?